Ich habe Angst, dass der gleich irgendwie einen kleinen Prozentsatz hat und uns köpft oder so. Los, Inigo, nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Gib alles. Gib alles, er heilt sich gegen. Nein, 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 er läuft weg. Zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Wir befinden uns vor Azuras Statue, denn das wollen wir als nächstes angehen. Die Questreihe um Azura. Es gibt dieses Mal leider keine neuen Mods, die ich installiert habe, denn es sind gerade Weihnachtsfeiertage. Ich nehme gerade an den Weihnachtsfeiertagen auf, aber pst, nicht weiter sagen. Eigentlich wollte ich ja in den Feiertagen nicht aufnehmen, aber ich habe es leider nicht anders geschafft. Und bei mir haben wir jetzt aktuell gerade den zweiten Weihnachtsfeiertag. Es ist ganz, ganz früh am Morgen und ich nehme mal eben kurz auf, sozusagen. Und deswegen gibt es erstmal keine neuen Mods. Aber, auch wenn es total hart klingt, im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall wieder neue Mods. Ja, bitte verzeiht mir das. Aber jetzt an den Weihnachtsfeiertagen wollte ich mich nicht hinsetzen und dann nochmal extra gucken nach Mods und so weiter. Da habe ich meine Prioritäten dann doch ein bisschen anders gelegt. Und ich habe kein Interface, ist mir gerade aufgefallen. So, hallo. Es reimt sich. Aranea. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Gesehen, dass ich komme? Wovon redet ihr? Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt, aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Ich bin nicht der Champion von irgendwem? Was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß, aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Ja, seid ihr hier ganz alleine? Ja. Es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Okay, Kacho, das ist ziemlich aufdringlich. Gacho glaubt also an Azura. Na nun, ich würde gern mehr über Azura erfahren. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Ich glaube, Gacho hat sich verliebt. Es sieht ein bisschen so aus, aber Gacho, so macht man das nicht. Man kann nicht einfach nur, weil man jemanden toll findet, dann ganz dicht auf die Pelle rücken. Gacho, das müssen wir noch üben. Woher stammt dieser Schrein? Die Dunmeer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Okay. All dies wurde prophezeit. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Ja, Kacho scheint angetan. Auf jeden Fall. Wo ist Inigo? Ach, hallo Inigo. Hast du irgendwas? What is on your mind? Denkst du gerade an irgendwas? That is the tallest woman I have seen today up there. I wonder if she likes shorter men. Ihre Prophezeiungen schützen mich. Nun, okay, then. Das ist eine interessante Frage. Das ist die größte Frau, die er bis jetzt gesehen hat. Und er fragt sich, ob sie auf kleinere Männer steht. Inigo, dir ist aber bewusst... Ja gut, es ist rein theoretisch eine Gottheit, aber eigentlich...
ist es ein Schrein. Azura. Okay, wir sollen nach Winterfeste gehen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob wir Kacho. Ich meine, wie viele Chancen haben wir? Warum redest du die ganze Zeit? Wie viele Chancen haben wir Kacho jetzt insgesamt gegeben? Wow, oder der Ausblick? Wir haben Kacho sehr viele Chancen gegeben und er hat keine davon genutzt, auch wenn es sehr, sehr hübsch ist und ich Kacho eigentlich total gerne mag. Aber can I help you? Ja, das ist, Dann werdet ihr mich zu Hause finden. Bei der Karawane, ja. Mach's gut, Kacho. Viel... Wo ist er denn jetzt? Okay, er hat sich einfach weggeportet. Er ist auf jeden Fall, wenn es darum geht, irgendwas alleine zu machen oder vielleicht durch gefährliche Gebiete zu streifen, ist auf jeden Fall sehr schnell dabei. Wow, es sieht so schön aus. Sehr schnell dabei abzuhauen. Inigo, wir sind erstmal wieder alleine und gehen nach Winterfeste. Oh, es sieht so schön aus. Ich kann gar nicht genug das beobachten, betrachten. Mit Azura im Hintergrund. Himmelsrand ist schon wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. So, wir müssen mit irgendeinem Elfen sprechen. You're out where the air is rare. Ja, Inigo. Heißt rare nicht knapp? Wir sind draußen, wo die Luft knapp ist. Gut, im Deutschen reimt sich das nicht mehr so gut, aber... Relina! Ja, keine gute Erinnerung an dich. Aniel! May I help you, Archmage? Ich hab die Zahnräder... Oh! Oh, die Quest hatten wir ja auch noch. Ich habe die Zahnräder, die ihr haben wolltet. Und ja, ich weiß, mir wurde auch schon in die Kommentare geschrieben, ich könnte auch nicht einfach so viele, oder ich sollte vielleicht einfach auch nicht so viele Quests aktiv haben, dann wäre ich nicht so verwirrt auf dem Kompass. Ja, das ist an sich richtig, aber dann wäre es ja weniger lustig, weil, also für mich. Ich habe die Zahnräder, die ihr haben wolltet. Ah, ausgezeichnet. Das wird mich in meiner Forschung weiterbringen. Ja? Ich kann euch im Augenblick leider nicht viel anbieten, aber nehmt bitte das hier. Und vielleicht, wenn alles gut läuft, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Für Begeisterungsstürme ist es noch zu früh. Dennoch ist das alles sehr ermutigend. Nochmals danke. Wenn ich noch etwas brauche, werde ich es euch ganz sicher wissen lassen. Da bin ich mir aber ganz sicher, dass uns wieder irgendein Kurier in der Pampa zu Tode erschrecken wird. Braucht ihr denn noch mehr Hilfe? Es gibt da tatsächlich noch etwas, das ihr für mich tun könnt. Oh, er hat ich hatte Engtiers Dienste in Anspruch genommen, um mir etwas ganz Bestimmtes zu beschaffen. Nun weigert er sich aber, es mir zu liefern. Könntet ihr nicht mit ihm reden? Vielleicht könnt ihr ja zu einer Art Abmachung kommen. Wie alle immer mit Entier irgendwas abmachen und aushandeln. Entier ist ja, meine ich, der Schwarzmarkthändler, richtig? Cesargo. May I help you, Archmage? Ja, ich würde gerne deine Quest beenden, aber sie ist... Cesargo wartet verdammt darauf zu hören, wie gut seine Schritte... Ja, genau darauf wartet er nämlich. Sprich mit Entier, das können wir noch machen. Entier ist da oben. Treppe. Hi. Smell education. Was? Er riecht Bildung? Ausbildung? Mhm. Entier, das sind wir schon wieder. Greetings, Archmage. Ja, ihr habt da wohl etwas, das Aniel gehört. Meine Güte. Mhm. Er hat solche Angst, mit mir zu reden, dass er stattdessen euch vorschickt? Das hätte ich mir denken können. Ich fürchte, da seid ihr einer Fehlinformation aufgesessen. Ich besitze etwas, das ich Aniel verkaufen wollte. Bei allem Respekt, Erzmagier, ich bin nicht in der Lage, das einfach wegzugeben. Ich habe Aniel gesagt, was ich im Austausch dafür haben will, und er war nicht bereit, es mir zu geben. Wenn ihr in seinem Namen hier seid, dann muss ich leider auf meine ursprüngliche Bezahlung bestehen. Das ist die Quest, die ich das letzte Mal verwechselt habe. Ich dachte, das wäre die Quest hier, weil man erst etwas besorgen musste. Als wir das Amulett für... Wie hieß er nochmal? Onmund? Ich glaube... beschafft haben, da habe ich die beiden Quests, die habe ich verwechselt. Was wollt ihr denn? Ich habe, sagen wir, einen Freund, der an dem Stab interessiert wäre. Einen ganz besonderen.
Es ist nichts Gefährliches, also keine Sorge. Ich weiß nicht einmal, warum er ihn haben will, aber das kümmert mich eigentlich nicht. Er ist bereit, dafür zu zahlen. Er ist nur leider etwas schwer zu bekommen, da ihn jemand besitzt, der anderen gegenüber nicht unbedingt freundlich gesonnen ist. Also bringt den Stab zu mir zurück und ich betrachte ihn als Bezahlung für das, was Arniel haben wollte. Es ist nicht gefährlich, aber der Stab gehört jemandem, der zu anderen nicht besonders freundlich ist. Hört sich an, als würde dieser andere uns definitiv angreifen, was es irgendwie gefährlich macht. Ja. Genau. Na ihr? Gut, dann gehen wir mal runter. So, jetzt könnte ich aber wirklich mal ein paar Quests ausblenden. Wobei, jetzt haben wir eigentlich nur noch. Lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Okay, das können wir wirklich mal kurz wegmachen. Bring den Stab in deinen Besitz und der schwarze Stern. Können wir zumindest mal gucken, wo wir hin müssen für das Stäbchen. Und ich meine, für den anderen müssen wir da unten in die Kneipe, oder? Winterfeste? Musste man dafür nicht in die Kneipe? Finde den Elfenmagier. Doch, ich meine, es wäre in der Kneipe gewesen. Und der Stab? Irgendwo da. Bringe den Stab in deinen Besitz. Am Popo der Welt. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal runter in die Kneipe. Ich meine, ich habe das noch in Erinnerung, dass der eine, das wäre, den wir, glaube ich, auch, war es im letzten Paladiner oder im vorletzten Paladiner, ich bin mir nicht mehr sicher, da haben wir mal kurz seine Geschichte gehört, beziehungsweise haben kurz mit ihm gesprochen. Und ich meine, der sitzt in der Kneipe. Ich habe Azuras Quest tatsächlich nie so häufig gemacht. Wenn man die Quest so 2-3 Mal gemacht hat, dann... Ja, war es für mich nicht mehr spannend, die nochmal zu machen. Deswegen ist meine Erinnerung da ein bisschen schwach mittlerweile. Hallo Hühnchen mit Laseraugen. Je nachdem, wie das Licht drauf scheint. Delric, der komische Händler. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Was der immer labert oder was die immer labern. Das Feuer ist immer an, neu angefacht. Pah. Ran mir. Den hatten wir schon. Bitte kommt nach Hause. Kommt. Kommt einfach nach Hause. Geht nicht. Ich habe noch mindestens 2 Runden vor mir. Warum geht ihr nicht und verkauft irgendetwas? Wieso? Weil ich lieber hier bin und versuche, meinen einzigen Bruder davon abzuhalten, sich zu Tode zu saufen. Ich werde mich schon nicht tot saufen. Zumindest nicht heute. No. Ne. Synchron aufstehen? Ne, Lakar. Seid gegrüßt, Erzmagier. Ja, ich suche nach einem Elfenmagier, der die Sterne studiert. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jahre? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Ach, Inigo meinte gerade, es ist so schön und warm hier drin. Ja. Ich habe zu nichts zugestimmt. Ich habe mich versprochen. Eine Priesterin von Azura hat mich geschickt. Azura? Ihr Götter. Am Ende sucht mich alles wieder heim. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberung. So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein dädrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat Marlin getan? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Wie funktioniert Azuras Stern? Ich habe doch erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist. Nur, dass er sich niemals verbraucht. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt.
Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören. Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen darin eindringen. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz, also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Die Sache ist... Wir fragen erst noch, wie haben die Daedra Marlin in den Wahnsinn getrieben? Azura ist keine normale Daedra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens. Je stärker Marlin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an. Marlin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Marlin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Anscheinend hat Marlin bekommen, was er verdient. Die Akademie würde euch dazu stimmen. Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Wir gelten den Daedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Nun, ich meine, da hat er irgendwo recht, aber was man jetzt da dazu sagen muss... Er verurteilt gerade Azura für ihre Machenschaften. Dabei hat ja eigentlich Marlin angefangen, schwarze Seelen oder versucht, schwarze Seelen in Azuras Stern zu packen, obwohl Azura einfach nur weiße Seelen möchte. Das heißt, keine Menschen, keine Seelen von Menschen fangen. Das halte ich auch für total barbarisch eigentlich, die Seele eines Menschen oder eines wirklichen Lebewesen zu fangen. Das gehört sich nicht. Aber dann Azura dafür verurteilen, dass es nicht ihre Regeln sind, beziehungsweise dass es ihre Regeln sind, dass es eben keine schwarzen Seelen aufnehmen kann. Was? Warum ist denn Azura die Böse? Marlin ist der Böse. Er hat versucht, schwarze Seelen zu fangen. Er hat Menschen getötet oder hatte zumindest vorher schon die Absicht, bevor er angefangen hat, Dinge zu sehen und Menschen zu töten, den Stern mit schwarzen Seelen zu füllen. Mhm. Also ich muss sagen... Der Punkt geht an Azura für... Ist alles in Ordnung, Nelaka? Oh ja, recht gut. Meine Unterbringung hier ist immer noch genau, was ich brauche. Und es gab keine Probleme? Bezieht ihr euch auf eure anderen Kunden? Nein, alles ist in bester Ordnung. Mit etwas Feindseligkeit dann und wann habe ich durchaus gerechnet. Ich verstehe. Sagt mir, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Ja, das ist aber ein netter Tavernenwirt. Okay, gut. Dann organisieren wir jetzt mal. Ja, Sacrifice, Sätze beenden. Finde Azuras Stern. Da müssen wir ja eigentlich fast in die Nähe. Das passt ja eigentlich. Keep of Gotha? Was ist das? Ist das ein neuer Dungeon? Ist das hier ein neuer Dungeon? Wir gehen mal zu Anises Hütte. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber wir hatten ja mal ein Dungeon Pack, beziehungsweise wir haben erst vor kurzem ein Dungeon Pack runtergeladen, das neue Dungeons dazu gebracht hat. Oder ja, ich denke Keep of Gotha gehört da wohl dazu. Dann gucken wir uns das mal an. This world is incessantly magnificent. Ja, so viel zu magnificent, Inigo. Da ist ein was ist das? Uralter Zweitlingspatriarch. Ein Patriarch in Riesenform. Mit Wolf. Ha, aber Inigo macht zum Glück genügend Schaden. So, wo war jetzt diese Keep of Gotha? Der Name ist sehr seltsam. Ich meine aber eigentlich, dass ich die deutsche Übersetzung davon installiert hatte. Deswegen wundert es mich, dass wir da einen englischen Namen haben. Sehr seltsam. Hallo Schmetterling. Keep of Gotha. Das ist auch eine wahnsinnig schöne Ecke eigentlich hier. Wir müssen wirklich mal ein bisschen häufiger
rumlaufen und nicht immer nur die Schnellreise nutzen. Zumindest, also über sehr lange Strecken definitiv. Da ist ein schwebender Baum. Aber so kürzere Strecken sollten wir definitiv laufen. Gerade wenn wir so tolle Mods installiert haben, die alles so schön aussehen lassen. Warum sind hier riesige Blutflecken? Was ist hier passiert? Paladina ermittelt. Okay, da unten müsste es eigentlich sein. Es wird mir aber auch nicht auf der Karte angezeigt. Also als Kompass-Symbol. Deswegen bin ich gerade etwas verwirrt. Ich dachte, man könnte sich danach jetzt so ein bisschen orientieren. Bei meiner Orientierung ist so ein Kompass-Symbol schon toll. Da ist... Ach, ist das ein Schlachterfisch oder ist da hinten ein Gegner? Inigo, da hinten ist eine Spinne. Würdest du dich bitte darum kümmern? Das wäre sehr freundlich. Keep of Gosa, wir sind eigentlich direkt davor. Oh, da ist es ja auch. Inigo, da hinten ist eine Spinne. Keep away from my friends, you multi-legged menace. Genau. So. Mit Sequenz. Wie geht's? That one did not die graciously. Ja, that Inigo. One did not die graciously. Ja, du wiederholst dich. Das hier ist ein Dungeon. Das ist ein kleines Türmchen. Oder geht das Ganze unterirdisch? Keep of Gosa. Es ist sogar abgesperrt. Keep heißt ja sowas wie Festung, oder? Huch, hier sind auf jeden Fall... Hallo? Leute mit... Hat der Hörner? Herausforderung des Waffenschmieds. Inigo, was ist das hier? Dampflies. Wo ist Inigo denn? Ach, in der Tür. Gosa. Was ist denn ein Gosa? Außer, dass er... Ach, das ist der Gegner hier. Oh, Inigo! es ist ein Boss. Aua. Inigo, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Jetzt. Inigo? Und wir heilen uns mal kurz. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir da jetzt ein bisschen Gift auftragen. Ob der... Gosa ist also ein Boss? Okay. Gift, des langen Leidens? Das ist eigentlich... Ja, aber dann ist es weg. Weil er wird wahrscheinlich immun sein, oder? Nein! Aber es interessiert ihn auch nicht wirklich. Inigo, du darfst auf jeden Fall... nicht umkippen. Wir brauchen dich. Es hört sich an wie ein Drauge, dieser Gosa. Inigo! Halt durch! Was hat der überhaupt für eine Waffe und das Outfit? Inigo? Nein, wir sollten nicht aufgeben. Inigo, sag nicht aufgeben, ich brauche dich. Die Sache ist halt, dass wir jetzt mit dem Zweihänder nicht wirklich viel Schaden machen. Aber Inigo macht eigentlich ja sehr, sehr viel Schaden. Deswegen wundert es mich, dass wir den gerade so überhaupt nicht beirren. So, Streikolben. Haben wir denn noch irgendwie ein Schwert? Wir haben das hier zum Beispiel. Dann benutzen wir doch das. Da sind wir zumindest sehr, sehr schnell. Tu mir nichts! Inigo! Inigo! Er möchte uns schlagen! Aber 37 ist auch nicht so viel. Was macht das Untote, wenn in Brand gesteckt? Ja. Fliehen macht auch nicht so viel Sinn. Steckt das Ziel für 15... Es ist... Halt ihr Stab... Aua!
Inigo, möchtest du wieder kämpfen? Heal yourself, my friend. You are hurt. Ja, das ist, ewige Heilung will ich jetzt gerade gar nicht. Oh, wobei, wir haben 40 Tränke davon. Ich meine, er hat wirklich noch gut Leben. Aua, Inigo, warum tanken wir? Inigo! Nein! Nein, 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 nein! Trifft er uns hier? Nein. Uah, er wollte gerade ausholen. Los! Sollte er nicht... Aua, brennen? Inigo! Trifft er... Oh, er trifft durch die... Was? Inigo! Ja, er trifft uns. Er trifft uns ohne Probleme hier durch. Okay, Gesundheit. Ewige Heilung. Ich glaube, Hammets Dungeon Pack hieß das Ganze. Inigo! Oh, er ist umgefallen. Ich kann Inigo ja leider nicht heilen. Es ist Wahnsinn, was der für einen Schaden macht. Inigo, nein! Aua! Der Raum hier ist auch so klein, dass ich nicht wirklich weglaufen kann. Du machst ihm ein hübscheres, du schneidest ihm ein hübscheres Gesicht, das wäre super. Na! Er hat nicht mehr viel, Inigo! Aua! Das ist nicht in Ordnung! Oh. Los, Inigo. Gib nicht auf. Verdammt. Was? Sovngarde? Was? Sovngarde ruft wahrscheinlich. Sovngarde Saran? Was auch immer er gerade gesagt hat. Lass mich! Ich weiß, das ist nicht besonders Paladiner-like, aber... Man muss es akzeptieren, wenn es Momente gibt, in denen man lieber wegläuft. Und dann gibt es Momente, in denen man kämpft. Aua, ich möchte jetzt nicht sterben. Dann flippe ich aus. Was hat er denn für eine Reichweite mit dem Ding? Inigo! Töte ihn! Nicht! Nicht! Inigo! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wie der uns immer noch trifft. Inigo. Zum Glück haben wir mittlerweile eine Magika-Regeneration. Die echt gut ist. Aua. Deine Reichweite ist übertrieben. Was haben wir in der heutigen Paladiner-Folge gemacht? Wir sind im Kreis gelaufen. Und hatten Angst zu sterben. Wow, also jetzt ist wirklich gut. Inigo! Ich habe Angst, dass der gleich irgendwie einen kleinen Prozentsatz hat und uns köpft oder so. Los, Inigo, nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Gib alles. Gib alles, er heilt sich gegen. Nein, 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 er läuft weg. Wo will er denn hin? Inigo. So. Ei, ei, ei. Ei.
Das war ja ein Kampf. Gosas Armor, was zum Teufel? Guckt euch diese Rüstung an. Gosas Axt. Wow. Ist das was... Ach, Moment mal. Das ist gar kein Hammets Dungeon. Das ist eine... Ist das eine... Ich glaube, irgendjemand hatte mir diese Rüstung mal empfohlen. Kann das sein? Gosas Armor? Ich glaube, das ist eine Mod. Aber das ist, glaube ich, keine Mod von Nexus, sondern das ist eine Mod aus der von der Bethesda-Seite. Da stellen manche Modder ja auch ihre Mods online. Und die kann man dann sozusagen direkt ins Spiel einspeisen. Es ist gar nicht so lustig gewesen, glaube ich, diese Mod zu installieren. Ich müsste tatsächlich nochmal gucken. Dann könnte ich das, wenn ich das nicht vergesse, euch im nächsten Paladiner-Weekend sagen. Aber ich meine, das war tatsächlich eine Mod. Ich dachte jetzt gerade, das gehört zu Hametz. Hametz, hieß es so? Ich weiß es nicht mehr. Dungeon Pack. Aber nein, das ist ja eine Mod. Also die Axt sieht jetzt nicht sehr schön aus, aber die Rüstung... Inigo, du trägst ja leider keine schwarze Rüstung und ich glaube, es ist eine rein männliche Rüstung. Wenn ich mich da jetzt nicht irre. Ich werde mal kurz speichern. Ich weiß, wir sind am Folgenende angekommen. Ich werde die Folge auch sofort beenden. Wir gucken trotzdem mal kurz. Oh, man kann es rein theoretisch auch als Frau tragen. Es ist zwar ziemlich protzig. Aber das geht durchaus auch als Frau durch, würde ich sagen. I could really use a healer right now. Ow. Ja, Inigo könnte einen Heiler gebrauchen. Ja, um die ganze Rüstung ein bisschen besser anzugucken, zoomen wir mal ein bisschen ran. Machen unseren schönen Doff-Effekt an. Sie sieht schon sehr gut aus, muss man sagen. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit diesem Bosskampf, den wir hier gerade hatten. Und der Rüstung, von der ich nichts mehr wusste. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao.